Schwaden in Rot-Weiß. Das Flutlicht strahlt, der Ball auf dem Anstoß kreist. Und wieder hab ich so ein Gefühl, kann man nicht beschreiben, kann man nicht erklären. Mauern ist zwecklos, Bälle schießen durch die Nacht. Und der Geist vom Biberberg ist wieder erwacht. OFC, forever OFC. Das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. OFC, forever OFC. Das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. Und wenn der Weg auch steinig ist, gehen wir trotzdem weiter geradeaus. Wir stehen immer wieder auf. Wir kämpfen und fighten, wir jubeln und wir schreien. Mauern ist zwecklos, Bälle schießen durch die Nacht. Und der Geist vom Biberberg ist wieder erwacht. OFC, forever OFC. Das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. OFC, forever OFC. Das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. OFC, olé, dein Feeling ist okay. Wir kämpfen und wir fighten, wir jubeln und wir leiden, denn du bist unser OFC. OFC, olé, dein Feeling ist okay. Dann packen wir mit an, die Fans als zwölfter Mann, denn du bist unser OFC. OFC, forever OFC. Das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. OFC, forever OFC. Das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. OFC, forever OFC. Das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. OFC, forever OFC. Das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. Und viele Treffer wünscht Lotto in Hessen. Und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen auch hier vom Reporterplatz im Gottlieb-Daimler-Stadion. Ich denke, wir werden ein schönes Spiel sehen hier zwischen den Offenbacher Kickers und dem FC Memmingen. Gewissermaßen die zweite Chance des OFC, die Bayern niederzuhalten. Das hat ja, Sie haben es ja in den Vorberichten gesehen, in Mannheim nicht gereicht. 2:3 stand es da kurz vor Schluss, aber Klaus Gerster, der Manager der Offenbacher Kickers, der hat auch unmittelbar nach diesem Spiel gesagt, wir haben gegen Pforzheim auch bis zur 91. Minute geführt und mussten dann den Ausgleich hinnehmen, und da hat er recht gehabt, und deshalb war es auch richtig, dieses Spiel noch einmal anzusetzen, ganz gleich, wann denn dann der Strom ausfällt. Und das die Aufstellung, mit der die Offenbacher Kickers heute in dieses Spiel gehen. Kurt Soljakos bereits in Mannheim
zur Pause ausgewechselt, muss draußen bleiben mit einer Oberschenkelzerrung. Für ihn die Nummer 6, Eddie Walz, ins Spiel gekommen. Er hat gut gespielt am vergangenen Freitag. Und Kai-Uwe Giersch ist ebenfalls neu in die Mannschaft gekommen für Stefan Schummer. Dies eine taktische Auswechslung. Schummer auf der Bank. Man rechnet nämlich damit, dass auf Seiten des FC Memming, und da kommen wir gleich zur Aufstellung, der Memminger nicht mit zwei echten Spitzen operiert wird. Edgar Draganovic für den sich im Urlaub befindlichen Sauer in die Mannschaft gekommen. Und die zweite Auswechslung, Manns für Herold. Ansonsten genau die Truppe, die so hervorragend gespielt hat gegen die Offenbacher Kickers und mit 3:2 nach 90 Minuten geführt hat. Aber die sportlichste Lösung trotz allem immer noch dieses Wiederholungsspiel. Und die Offenbacher Kickers wollen dies ganz anders angehen als im Hinspiel. Da war man viel zu passiv in der ersten Halbzeit und Stetnitz muss da auch gleich eingreifen. So muss es sein. Stetnitz nicht der größte Keeper zwischen den Pfosten des FC Memmingen. 1,75 Meter ist er nur groß. Und beim Einwurf jetzt Michael Hartmann. Sie hören im Hintergrund sicherlich die Fans der Offenbacher Kickers, die sich mächtig anstrengen müssen, um in diesem weiten Oval des Gottlieb-Daimler-Stadions die nötige Stimmung auf dem Platz zu entfachen. Sie bemühen sich redlich, da sehen Sie sie. Aber es ist schwer, denn ich denke mal, es dürften hier im Stadion vielleicht 4.000, möglicherweise auch 5.000 Zuschauer sein und 53.000 fast. Also da bedarf es schon großer Stimmgewalt der einzelnen Kehlen, um hier wirklich für echte Stimmung zu sorgen. Viele wollten sicherlich auch kommen, konnten aber nicht, denn es stand ja erst gestern am späten Abend fest, dass gespielt wird, dass um diese Uhrzeit gespielt wird. Und man wollte es auch den Amateuren Tribut zollend möglichst schnell über die Bühne bringen. Sie haben es ja schon gehört, zwei Spieler des FC Memmingen fehlen urlaubsbedingt. Da hatten viele schon Urlaub gebucht, unter anderem auch Olli Roth von Kickers Offenbach. Aber er hat gesagt, für mich geht das hier vor, für mich steht mein Verein ganz oben an. Und da ist es selbstverständlich auch, wenn die Lebenspartnerin vielleicht ein bisschen mürrisch guckt, aber dennoch Verständnis dafür hat, dass er hier dabei ist. Überragend beim FC Memmingen im Spiel vom vergangenen Freitag. Ganz sicherlich Alexander Medfessel im Mittelfeld, der hoch aufgeschossene blonde Hühne. Und Stefan Keller, die beiden bildeten eine Achse und waren im Grunde genommen für jede gefährliche Situation in irgendeiner Weise verantwortlich. Freistoß für den OFC und man hat auch den Schiedsrichter ausgewechselt, obgleich ich der Meinung bin, dass dies nicht notwendig gewesen wäre. Heißt heute der Schiedsrichter Helmut Krug, ist immerhin EM-Schiedsrichter und gilt als einer der Besten im Lande. Man wollte ganz einfach einen, der von Beginn an hier durchgreift, obgleich ich der Auffassung bin, dass Schiedsrichter Zerr im letzten Spiel hervorragend die Spielleitung übernommen hat, aber Herr Amarell, der Schiedsrichterobmann des Süddeutschen Fußballverbandes, hat halt gemeint, da muss einer direkt den Daumen oben drauf halten. Nun ja, am Schiedsrichter hat es ganz sicherlich nicht gelegen in der letzten Begegnung. Was im Übrigen hat am Schiedsrichter gelegen? Das Spiel wurde ordnungsgemäß absolviert. Es kam da auch zu keinen übergroßen Härten. Und von daher denke ich, dass der Schiedsrichter hier nicht hätte ausgetauscht werden müssen. Logisch, ein anderer kann pfeifen, aber das direkt im unmittelbar nach Spielschluss anzukündigen, das war sicherlich kein probates Mittel. Herrlich gespielt. Und dann kommt Eddie Walz ins Strauchen nach diesem Pass von Oliver Roth. Aber Sie spüren es bereits in diesen ersten Minuten. Kein Vergleich mit dem Spiel vom vergangenen Freitag. Der OFC im Vorwärtsgang und die Initiative ergreifen. Thank you.
Kai-Uwe Giersch. Ein riesen Kämpferherz. Hat beim OFC verlängert, bleibt am Biberer Berg. Und ist einer der ganz jungen, perspektivvollen im Kader. Mal ganz ehrlich, also ich persönlich finde es nicht richtig, dieses Spiel hier im Gottlieb-Daimler-Stadion auszutragen, denn wenn man mal den Fehler gemacht hat, möglicherweise den Fehler gemacht hat, das Spiel in ein zu kleines Stadion zu vergeben, dann muss man das nicht in der Form revidieren, dass man dann in eines der größten überhaupt geht, denn das war zu erwarten, dass zumal Stuttgart einige Entfernungen aufweist und dieses Spiel nicht etwa mit gehörigem Abstand zum Feierabend stattfindet, dass nicht allzu viele Zuschauer aus Offenbach den Weg hierher finden. Und da kommt natürlich in einem solchen Stadion kaum Stimmung auf. Also ich denke mal, da hätte es auch eine etwas kleinere Nummer getan. Patrick Dahmer hat viel gemacht im letzten Spiel, viel gearbeitet. War für mich einer der Stärkeren. Kastner beim Freistoß, eigentlich keine Möglichkeit, direkt aufs Tor zu schießen, ein wenig zu diagonal, aber wer weiß. Zwei Mann in der Mauer. Kastner deutet und zwei Spieler laufen, schauen Sie mal, im rechten Bildrand sich ständig und vehement warm, dann versucht das direkt, war fast zu erwarten. Das ist Helmut Krug, der immer lächelnde Schiri, stets gut frisiert und auch gut leitend. Oliver Roth hat kaum einen Stich gemacht am Freitag. Simon, er traf am vergangenen Freitag zum 2:2 Ausgleich. Es ist sicherlich nicht einfach gewesen, in der Mannschaft des FC Memmingen dieses Spiel zu verstehen. Die Spieler trugen zum Warmmachen, genau wie ihre Fans, T-Shirts mit der Aufschrift 3:2, 6. Juni, ich war dabei, das stand hinten. Und auf der Vorderseite stand so etwas Ähnliches wie, wir haben heute auch unser Notstromaggregat dabei. Damit wollte man die Tatsache auf die Schippe nehmen, dass man hier noch einmal antreten muss wegen eines Stromausfalls. Ich bin der Meinung, dieses Spiel musste wiederholt werden. Überhaupt keine Frage, das ist die einzige Lösung, wenn eben ein Spiel aus Umständen und Gründen abgebrochen werden muss, die keiner der beiden Mannschaften zu vertreten hat. Aber ich habe auch größtes Verständnis, ich glaube wie jeder Sportsfreund, dass der FC Memmingen teils Tränen überströmt nach dem Spiel im Kabinengang saß. Klar, da hat der eigentliche Außenseiter den Favoriten niedergekämpft, niedergehalten und dann bekommt er den Lohn seiner Arbeit quasi mit dem Schlusspfiff durch äußere Umstände wieder genommen. Aber sei es drum, richtig ist, dass beide Mannschaften heute noch einmal ran müssen. Und wenn denn die eine Mannschaft tatsächlich stärker ist als die andere, dann wird sie auch heute gewinnen. Keller, auf ihn muss man aufpassen, ist gefährlich. Jürgen Kramer. Thank you.
Das ist Med Fessel. Er war einer, bei dem viele, viele Tränen geflossen sind. Einer der stärksten beim FC Memmingen am Freitag. Aber trotz der Tränen muss man da natürlich Freistoß beißen. Foulspiel. Die Sohle drauf gehalten von Kastner. Schön gespielt von Gierschaf Roth. Kurz, Dama. Gefällt mir gut da hinten drin, der Andreas Jüttner. Wurde jetzt gefault und da gibt's Gelb. Für Patrick Dama. Vertretbare Entscheidung. Und dieser Andreas Jüttner, der da am Boden liegt, hat bereits im Spiel vom Freitag, ich hätte beinahe gesagt im Hinspiel, eine tolle Leistung im Deckungszentrum gebracht. Und Missverständnis da hinten. Nehmen sich den Ball gegenseitig an. Olli Roth! Genau auf den Mann. Knappe Viertelstunde ist jetzt gespielt. 0:0 der Spielstand. Und diejenigen, die am Freitag dabei gewesen sind, die sehen von Beginn an, dass der UFC ganz anders zu Werke geht als im Spiel vom vergangenen Freitag, als man sehr früh, nachdem die erste Nervosität auf beiden Seiten abgelegt war, dem FC Memmingen das Mittelfeld überlassen musste und von daher ganz einfach ins Hintertreffen geraten ist. René Keffel, ihm haben wir es ja im Grunde genommen zu verdanken, denn gegen den 1. FC Pforzheim im ersten Relegationsspiel von nunmehr dreien, die eigentlich nur zwei waren, hat er ja zwei Strafstöße im Elfmeterschießen gehalten. Michael Hartmann beim Einwurf. Michael Hartmann hat sich ein wenig zu viel zurückfallen lassen am vergangenen Freitag, ist als eigentlicher Spieler mit tollen Offensivqualitäten, mit dem Auge und dem nötigen Torriecher zu wenig direkt in die Spitze reingegangen, dorthin, wo es bekanntlich wehtut. Und das ist sie, die erste Ecke für die Offenbacher Kickers in dieser Begegnung und das Ganze nach knapp 15 Minuten. Steht Netz. Jüttner. Manns. Foulspiel von Keller. Dann muss es Freistoß geben für den OFC. Jetzt haben wir genau ein Sechstel des Spiels absolviert. Die Rechenexperten können jetzt raten, wie viel das ist. Das ist ein Drittel der ersten Halbzeit, was wiederum bedeutet, dass 15 Minuten um sind.
Genau. Sogar und diese ersten 15 Minuten sind ohne Emotionen auf beiden Seiten verlaufen. Man hat diese Anfangsnervosität, die im Hinspiel bis in Minute 20, 25 ging, in diesem Spiel nicht gespürt. Sondern insbesondere von Kickers Offenbach ging es gleich mit dem Vorwärtsgang in die Begegnung. Natürlich eröffnet dies dem FC Memmingen Konterchancen. Hier allerdings bislang noch keine echte Gefahr für René Keffel und das von ihm gehütete Tor. Scholl. Giersch. Die Kickers müssen jetzt dort weitermachen, wo sie in den ersten Minuten angefangen haben, nämlich mit Tempo-Fußball. Versuchen, auf das Tor des FC Memmingen hinzuarbeiten. Denn das ist eigentlich nur das, was der OFC spielen kann. Verhaltenes Spiel wie über weite Strecken der ersten 45 Minuten am vergangenen Freitag. Das liegt den Kickers ganz gewiss nicht. Gar kein Fall. Der Herr links, das ist der Spielertrainer des FC Memmingen, Gürsel Burovic. Aber Sie haben es gleich gesehen, Helmut Krug lässt sich da in keinster Weise auf irgendwelche Diskussionen ein. Mit dem Herrn, der in Personalunion gleich mehrere Ämter wahrnimmt. Er ist Mannschaftskapitän, er ist Trainer dieser Mannschaft, er ist Spieler. Als ob die nur einen hätten. Möglichkeit jetzt zum Konter für den OFC. Hartmann. Eddie Walz hat heute ein paar technische Fehler auf der rechten Seite in diesen ersten Minuten gezeigt. Aber er hat am vergangenen Freitag mächtig Dampf gemacht. Der OFC ist langsam dran gewohnt. Er spielt jetzt innerhalb von 10 Tagen zum dritten Mal um den Aufstieg in einem Spiel, in dem es um alles oder nichts geht. Pforzheim am vorvergangenen Freitag, dann am vergangenen Freitag Memmingen und jetzt wieder Memmingen. Die sind mittlerweile allesamt hochgradig stresstauglich, die Herren in Rot-Weiß. Gramminger. Scholl. Man hört sie schon, die Fans des OFC. Und wenn sie hin und wieder auf der Gegengeraden niemanden sehen, dann liegt das daran, dass natürlich die Zuschauer, die da sind, sich versammeln und beieinander sitzen hier auf der Haupttribüne. Es ist also nicht so, dass keiner im Stadion wäre. Ich denke mal, inzwischen dürften es schon 4.000, 5.000 sein. Jörg Hambükers und Klaus Gerster ganz im Hintergrund. Der Herr im gelben Hemd, das ist Wilfried Kohl, sieht etwas zerzaust aus nach
den stressreichen vergangenen Tagen. Und vor dem Spiel hat er gesagt, ich habe jetzt seit 30 Jahren mit Fußball zu tun, aber immer noch habe ich schweißnasse Hände vor dem Spiel, auch wenn wir jetzt das Hinterteil von Jörg Hambüker sehen. Scholl. Simon. Das darf natürlich nicht passieren, dass man da den Ball verliert. Aber Stefan Dolzer ist es ungesühnt passiert, denn der Schiedsrichter hat eingegriffen, hat gesagt, Herr Keller, das war nicht den Regeln gerecht. Am Rande dieser Begegnung kam immer mal wieder, besonders am vergangenen Freitag, das Gerücht auf, der FC Memmingen wolle nicht aufsteigen in die Regionalliga. Ich denke mal, dass dies völlig an der Sache vorbeigeht. Das waren Sportler, die tief getroffen und enttäuscht waren, dass sie durch den Ausfall des Flutlichts um den Lohn ihrer Arbeit gebracht wurden. Und auf Seiten der Offenbacher Kickers ist klar, da will man in die Regionalliga, überhaupt keine Frage. Morgen steht bereits eine Vorstandssitzung an, innerhalb derer man entscheiden möchte, wie es weitergeht in der nächsten Saison. Natürlich, wenn möglich, auf Grundlage der Fußball-Regionalliga. Und dann muss man sich auch etwas umstellen, denn wenn man in der Regionalliga spielt, dann möchte man keinesfalls als OFC nur mitschwimmen. Dann möchte man auch ein entscheidendes Wort mitreden und dazu bedarf es einiger Umstrukturierungen, beispielsweise erhöhten Trainingsaufwands. Und da müssen natürlich Gespräche geführt werden mit den Spielern, mit den Trainern. Frage ist, wer macht weiter als Trainer und so weiter. All dies soll umgehend geklärt werden. Und auch wir in Hessen, da sind wir ganz ehrlich, hätten ganz gerne einen starken OFC. Ganz oben jetzt aber Keller und Gramminger. Der weiß, dass er auf den Keller aufpassen muss. Das weiß er vom vergangenen Freitag und mit diesem Wissen hat er geklärt. Hat er gut gemacht. Da muss man aufpassen wie ein Schießhund auf diesen Stefan Keller. Da wäre er wieder zur Stelle gewesen und dann hätte es geklingelt. Aber Kompliment an Bernd Gramminger. Hat gut geklärt, hat sauber geklärt, hat gewissermaßen die Spielsituation gelesen und somit zum Eckstoß, zum ersten für den FC Memmingen klären können. Ganz ruhig ist es gegenwärtig im Block der Kickers-Anhänger. Aber die kommen schon gleich wieder, keine Angst. Die müssen nur Kräfte sammeln. Und jetzt sind sie auch schon wieder da. Im Hintergrund hören sie vielleicht die Trommeln. Null zu null der Spielstand, 25 Minuten gespielt. Wir sind sehr froh, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass wir Ihnen dieses Spiel live im Hessenfernsehen präsentieren können, denn der ein oder andere konnte wahrscheinlich gar nicht so schnell
freinehmen an der Arbeitsstelle, um hier dabei zu sein. Denn die Entscheidung fiel ja wirklich sehr, sehr kurzfristig, dieses Spiel heute hier in Stuttgart auszutragen. Zudem noch zu einer Zeit, zu der es sehr, sehr schwer ist, in Stuttgart mit dem Auto zu sein. Sonderzug war nicht so schnell einzurichten. Aber die haben es auf sich genommen, die, die Sie da sehen, die echten Kickers-Fans. Michael Hartmann. Kastner. Dahmer. Immer noch Patrick Dahmer. Er hat unglaublich Dampf gemacht am Freitag und versucht dort anzuknüpfen, wo er am Freitag aufgehört hat. Setzt sich kraftvoll durch und dann ein bisschen falsch den Ball getroffen. Menger, wieder Dahmer und im Grunde genommen den Ball wie eine Doublette des gerade eben gezogenen Flankenballes gleichermaßen, nur leider gleichermaßen falsch getroffen. In 2 Minuten haben wir die halbe Stunde voll. Noch keine Tore im Gottlieb-Daimler-Stadion, aber inzwischen 4.000 bis 5.000 Zuschauer. Ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für den OFC. Schönes Bild jetzt direkt vor mir auf der Haupttribüne. Alle Spielerfrauen sind aufgestanden und feuern rhythmisch ihre Jungs an. Nachdem aber der Erfolg nicht umgehend eintrat, jetzt verzweifelte Blicke und Vorwürfe der einen an die anderen, warum die jetzt nicht alle setzen. Aber die kommen wieder. Und er hatte bereits am vergangenen Freitag getroffen zum 1:2 für den OFC. Immer dann, wenn er nach vorne geht, wird es gefährlich. Und sofort sind auch die Fans wieder da. Ganz brisante Situation in der 30. Spielminute. Es ist ganz wichtig,
dass man gerade in solchen Entscheidungsspielen nicht hektisch wird, dass man seinen Stil beibehält. Auch dann, wenn es nicht gleich packt, dass man die Brechstange nicht zu früh rausholt. Und immer vor Augen haben, OFC, dass zu diesem Zeitpunkt der FC Memmingen kam am Freitag in Mannheim und in Minute 37 und 39 zum 1 und 2-0 traf. Also Vorsicht jetzt dahin. Rudi Walz hat sich wehgetan. Und das muss natürlich Freistoß geben. Zwar keine geschickte Distanz zum Direktschuss. Schauen Sie sich das an. Logisch. Jüttner beim Foulspiel. Und da kann man auch drüber nachdenken, ob man eine gelbe Karte gibt in dieser Situation. Aber das Denken müssen wir dem Schiedsrichter überlassen. Dammer. Ja, schön von Kastner. Wenn man so früh angreift, dann provoziert man natürlich auch die Fehler des Gegners. Keller. Und Abstoß für den OFC. Jetzt schauen Sie mal auf die Beine von Herrn Draganovic. Das Adlerauge erkennt, der hat keine Schienbeinschützer an. Und am vergangenen Freitag, da ist etwas passiert, was ich persönlich noch nicht erlebt habe. Da hat der Schiedsrichter Zerr den Anstoß des Spieles zunächst einmal verweigert. Wir konnten 7 Minuten später erst anfangen, weil die Memminger Spieler zum großen Teil keine Schienbeinschützer anhatten. Die sagten, in der Bayernliga ist dies keine Vorschrift. Und deshalb verzichten wir gerne auf diesen Beinschutz. Der Schiedsrichter sagte aber, ich verlange das und ich lasse euch erst auf den Platz, wenn ihr die Schienbeinschützer angezogen habt. Und heute sehen wir Draganovic ohne Schienbeinschützer. Oliver Roth hat zwar welche an, aber sich offensichtlich trotzdem wehgetan. Das war nicht gerade die feine Art. Und der Torhüter revidiert das auch sofort und sagt, ich gebe euch den Ball wieder. Hat da seinen Mitspieler in Sachen Fairness bei weitem übertroffen. Denn eigentlich gibt man den Ball auch in einem solchen Spiel zurück, wenn die eine Mannschaft aus Verletzungsgründen ins Seiten ausschießt. Zweite Ecke für die Offenbacher Kickers. Hochgestellt, Tolzer! Und Stepnitz.
Die meiste Gefahr geht von Dolzer aus, wenn er sich denn mal ins Offensivspiel einschaltet. Und da kommt die nächste Karte für Kastner. Aber hier haben wir nochmal die Chance. Stetnitz gegen Dolzer. Frank Kastner hat die gelbe Karte gesehen. Damit Kastner und Dama beim OFC gelb belastet. Noch 9 Minuten zu spielen in der ersten Halbzeit und man erkennt ganz deutlich, dass beide Mannschaften wiederum ein ausgeglichenes Spiel zeigen. Und ich bin auch heute nicht sicher, ob tatsächlich diese Begegnung nach 90 Minuten entschieden ist oder ob man möglicherweise in eine Verlängerung oder gar einen Elfmeter schießen muss. Der OFC hat zwar die Vorteile, aber auch am vergangenen Freitag hatte ich persönlich eigentlich nach dem 2:2 durch Stefan Simon gedacht, jetzt hat der OFC das Ding im Sack. Und dann kam direkt im Gegenzug der Treffer für die Memminger durch Markus Kramer. Und der Spieß war wieder umgedreht. Also ganz ausgeglichene Sache. Und auch Manager Klaus Gerster kommt auch im Falle eines Aufstiegs viel, viel Arbeit zu. Denn auch das haben die Relegationsspiele gezeigt. Die Mannschaft müsste für die Regionalliga verstärkt werden. Hat er irgendwie nicht richtig unter Kontrolle gebracht, den Ball mit dem Kopf, der Olli Roth. Das sah ganz ulkig aus. Bislang keine Probleme für Schiedsrichter Helmut Krug. Aber die hatte auch Herr Zerr aus Ottersweiler am vergangenen Freitag nicht. Und der hatte es wahrlich schwerer als Herr Krug, denn der hat in einem Hexenkessel gepfiffen. Dagegen ist das hier eine wahre Kindergeburtstagsveranstaltung. Auf die beiden müsst ihr aufpassen. Metfessel auf Keller war ein wenig zu weit. Aber wenn die beiden ins Spiel kommen und diese Akte funktioniert, dann wird es eng für den OFC. Aber ich denke mal, das wissen die Verantwortlichen bei den Offenbacher Kickers. Da haben sie am Freitag besten Anschauungsunterricht bekommen. Und die Gefährlichkeit dieses Duos aus ihrer Sicht leider am eigenen Leib verspürt. Noch 5 Minuten. In der ersten Halbzeit noch keine Tore gefallen, aber jetzt die Möglichkeit. Aber Gramminger steht gut. Und der OFC, jetzt muss mal der schnelle Angriff kommen. Abseitsposition. Klare Sache war abseits. Uli Göser stand abseits. Der FC St. Pauli hatte an ihm mal Interesse gehabt, aber es kam dann aus welchen Gründen auch immer nicht zum gewünschten Probetraining. Wohlgemerkt vom FC St. Pauli gewünschten Probetraining.
und es wird kolportiert, Uli Göser habe einfach abgesagt. Hirsch. Da wurde Hand reklamiert. Es gibt Eckstoß. Und das sah für mich auch aus wie ein Handspiel. Hartmann. Kastner. Resümieren wir das, was wir in der ersten Halbzeit gesehen haben. Wir haben einen weit couragierteren OFC gesehen als am vergangenen Freitag, ohne aber, dass die Mannschaft sich mit Ausnahme der Möglichkeit von Dolzer echte Hochkaräter an Chancen herausgespielt hat. Der OFC aber dennoch feldüberlegen in dieser ersten Hälfte. Der FC Memmingen mit Kontermöglichkeiten, ohne aber René Keffel auch nur einmal ernsthaft zu prüfen. Es war ein Spiel, das nicht die Brisanz und Klasse erreicht hat des vergangenen Freitags. Man spürt auch ganz einfach, dass wir heute einen recht warmen Sommernachmittag hier haben in Stuttgart, im Gottlieb-Daimler-Stadion. Und möglicherweise wird es ja etwas feuriger in der zweiten Halbzeit, denn irgendwann muss ja mal einer ein Tor schießen, will er im nächsten Jahr in der Fußball-Regionalliga Süd sein sportliches Zuhause finden. Ganz unterschiedlich im Übrigen die Reaktionen der Fans, mit denen ich mich unterhalten habe vor dem Spiel, was das Gottlieb-Daimler-Stadion anging. Die einen sagen, Mensch, was eine Riesenkiste, da kommt die Stimmung auf, und die anderen sagen, ein tolles Stadion. Und endlich bekommen wir wieder einmal, wenn es auch nur durchs Stadion ist, was von der ganz großen Fußballwelt mit. Und dort wollen wir auch endlich mal wieder spielen, nicht immer auf dem Dorf. Und ganz ehrlich, das wünschen wir uns auch. Hessen hat ja mit der Frankfurter Eintracht nur noch eine Zweitligamannschaft. In der Regionalliga sah es in diesem Jahr im Grunde genommen besser aus. Borussia Fulda hat eine tolle Saison gespielt. Der FC Hessen-Kassel hat sich nach ganz schwacher Vorrunde konsolidiert, den Klassenerhalt gepackt. Auch der SV Darmstadt 98 konnte die Liga halten nach einer tollen Rückrunde, in der der SV Darmstadt 98, wenn nur diese zählen würde, Tabellenvierter geworden wäre. Der SC Neukirchen hat sich blendend gerettet und lediglich die SG Egelsbach muss eine Etage oder gar mehrere Etagen tiefer, weil die Finanzen fehlen. Also es sieht vielleicht ein bisschen besser wieder aus in Hessen. Aber dieses Foulspiel sorgt für heftige Reaktionen auf der Bank des FC Memmingen. Ich denke aber mal überflüssig, da auf Helmut Krug einzureden, denn der hat diese Partie wahrlich im Griff. Schön gemacht von Keffel. Da kommt sie, die Faust. Und zur Regionalliga nochmal. In diesem illustren Kreis würde sich der OFC gut machen. Und dazu wäre ein Tor erforderlich. Und das sah so aus wie eine ganz große Chance. Aber dann kamen sie nicht vorbei. Am Deckungszentrum. In Person von Stefan Kröger, der sich da tollkühn hineinwarf in diesen Angriffszug. Und jetzt kommen sie, Medfessel beim Kopfstoß und Keffel. Eckstoß Nummer 2 für den FC Memmingen. Demgegenüber stehen 3 Eckstöße für die Offenbacher Kickers. Die reguläre Spielzeit in den ersten 45 Minuten ist abgelaufen. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Und die Uhr von Helmut Krug geht ebenfalls richtig
45 Minuten gespielt im Gottlieb-Leiner-Stadion vor geschätzten 5000 Zuschauern. 0:0 der Spielstand. Und gleich geht's weiter mit Jürgen Emich. Viel Spaß und viele Treffer wünscht Lotto in Hessen. Ja, eine ganz kurze Bilanz mit Lars Gerser, dem Manager. Er spielt so ein bisschen das Schalker System, notfalls in der 90. Minute das Tor machen. Reine Nervensache, oder? Na gut, ich sag mal so, wir bestimmen das Spiel schon sehr stark. Die Memmingen spielen auf Konter, ziehen sich etwas weiter zurück, haben schnelle Spitzen und sind also in jeder Sekunde gefährlich. Wir dominieren, aber ohne uns im entscheidenden Moment im 16-Meter-Raum durchzusetzen. Aber ich würde sagen, im Moment haben wir ein bisschen die Nase vorne. Wenn die Mannschaft das Tempo weitergehen kann, dann sollten wir es schaffen. Wollen wir hoffen, dass sie das kann bei diesen Temperaturen. Aber das trifft natürlich auch für die anderen zu. Vielleicht erleben wir noch einen heißen Abend. Ja, also mir wäre zwar lieber, der Abend wird nicht ganz so heiß. Aber es wird bestimmt noch ein heißer Tanz, bis die Entscheidung hier gefallen ist. Müssen wir mit einer Verlängerung rechnen? Mehr? Ja, also im Moment wäre die Möglichkeit schon gegeben mit Verlängerung und Elfmeterschießen. Aber in so einem Spitzenspiel entscheidet dann jedes Tor und da kann auch in jeder Aktion eins fallen. Also man muss abwarten. Okay, vielen Dank für dieses kurze Gespräch und Sie gehen auch rein zur Mannschaft. Ich habe schon gehört von Jörg Hambrückers, der gerade hier vorbeigegangen ist, einen der Offenbacher Trainer, dass nicht ausgewechselt wird, dass man also in dieser Formation jetzt weiterspielen wird, in die zweiten 45 Minuten hineingehen wird. Wir, meine Damen und Herren, sind dann natürlich wieder live mit dabei hier im Gottfried-Daimler-Stadion. Sie sehen jetzt eine verkürzte Ausgabe der Hessenschau in der Halbzeit und dazu gebe ich zurück zu den Kollegen nach Frankfurt. Ja, das passt genau, meine Damen und Herren. Wir sind wieder hier im Gottlieb-Daimler-Stadion. Zweite Halbzeit, 0:0, kein Tor gefallen. Die Spannung steigt. Wer kommt in die Regionalliga? Der OFC oder Memmingen? Wir drücken natürlich die Daumen für die Offenbacher. Ihr Reporter der zweiten Halbzeit wird gleich wieder Dirk Schmidt sein. Viel Spaß und viele Treffer wünscht Lotto in Hessen. Und nicht nur Lotto in Hessen, auch wir wünschen uns viele Treffer in der zweiten Hälfte. Jürgen Emich hat es schon gesagt, natürlich, dafür sind wir das Hessenfernsehen vermehrt für den OFC Kickers. Und beide Mannschaften, dies als Information zu Beginn der zweiten Spielhälfte, in unveränderter Aufstellung in die zweiten 45 Minuten gehen. Und der FC Memmingen muss etwas mehr tun in der Offensive. Markus Kramer, er hat den dritten Treffer für die Allgäuer erzielt in Mannheim. Dort die Stimmung natürlich besser unter den 12.000 Zuschauern. Jetzt haben wir vielleicht 5 und die tun sich natürlich schwer in diesem weiten, zwar wunderschön, aber für diese Begegnung etwas zu großem Stadion echte Stimmung zu entfachen. Kramminger. Da sehen Sie es, wie einsam manche Menschen auch in einem Fußballstadion sein können. Walz. Oliver Roth kann sich kaum durchsetzen gegen Andreas Hüttner und das schadet natürlich dem OFC-Spiel, wo ohne dies neben Olli Roth weitere Vollblutstürmer fehlen. Stefan Simon kommt mehr aus dem Mittelfeld heraus, obgleich er gut gespielt hat am Freitag und auch heute kein schlechtes Spiel liefert. So, jetzt ist der Chor der Spielerfrauen und Freundinnen wieder aktiv und hat ein paar weitere Mitglieder auf der Tribüne geworben. Da sind sie. Steht auf, wenn ihr Kickers seid. Oder steigt auf, wenn ihr Kickers seid. Im übertragenen Sinne.
Walz vor dem Spiel dick bandagiert am Knöchel, hat sicherlich Schmerzen. Schön gespielt! Und Michael Hartmann. Meine Güte, irgendwann muss doch irgendeiner mal in diesen 7,32 Meter mal 2,44 Meter großen Kasten. Die gesamte Auswechselbank der Offenbacher Kickers läuft sich jetzt warm. Unten auf der Tatanbahn im Gottlieb-Daimler-Stadion. Und einer hat bereits das Trikot übergezogen, das ist Stefan Schummer. Stefan Schummer mit der 12, unglücklicher Eigentorschütze vom vergangenen Freitag. Stetnitz, und das ist die Schwäche von Markus Stetnitz mit knapp 1,80. Sind wir ehrlich, es sind nur 1,75. Da hat er natürlich als Torhüter in seinem Reich Probleme. Und das kann er auch nicht mit überragender Sprungkraft vollends ausgleichen. Wir fassen noch einmal die erste Halbzeit zusammen für diejenigen, die später sich zugeschaltet haben, weil sie vielleicht erst von der Arbeit nach Hause gekommen sind. 0:0 der Spielstand nach einer ersten Halbzeit, die spielbestimmend geführt wurde von den Offenbacher Kickers, die aber kaum echte Torchancen auf beiden Seiten sahen, mit Ausnahme vielleicht einer Gelegenheit von Bolzer, als er aus 8 Metern an Torhüter Stetnitz scheiterte. Eine gute Möglichkeit hatte auch Olli Roth bereits in der 13. Minute, als aus 18 Metern schoss, aber direkt auf Torhüter Stetnitz traf und danach eigentlich gähnende Leere, was die echten Chancen angeht. Keller! Freistoß ganz klar, muss gepfiffen werden. Das ist Stefan Dolzer, der Libero, der Offenbacher Kicker ist, der unglaublich viel für das Angriffsspiel macht. Schön gespielt. Ja, man kann es auch mal aus der Distanz versuchen. Leider genau auf den Mann. Stetnitz jetzt mit Kappe. Hat wohl vorhin die Sonne auch ein bisschen geblendet, als er die Flanke unterlaufen hat. Steht tief über dem Gottlieb-Daimler-Stadion. Sechs Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Eigentlich unverändertes Bind mit Ausnahme dessen, dass der FC Memmingen jetzt etwas mehr sein Heil in der Offensive sucht. Jetzt Keller! Immer noch Keller, der ist gefährlich! Den kriegen sie nicht in den Griff in der Abwehr. Größte Chance für den FC Memmingen, tolles Solo von Stefan Keller, 30-jähriger Diplom-Ingenieur, auch er schon einmal bei der Spielvereinigung Unterhaching gewesen, hat es oberklassig nicht geschafft, aber in dieser Oberligasaison in der Bayernliga 26 Tore erzielt. Das ist er, Stefan Keller. Auch beim FC Memmingen machen sich jetzt
die kompletten Ersatzspieler warm. 30 Grad vorhin auf dem Rasen des Stuttgarter Gottlieb-Daimler-Stadions. Aber die Muskulatur natürlich trotzdem erwärmungsbedürftig. Balz. Das sind sie, die Flankenläufe. Und Eckstoß. Matthias Hagner, ganz lässig und cool mit Sonnenbrille, vielleicht der nächste hessische Nationalspieler. War ja im Kader von Bundestrainer Berti Vogts für die Ukraine. Kommt von Eintracht Frankfurt und heute direkt vom Training. Der VfB steht ja vor dem DFB-Pokalfinale hier ins Gottlieb-Daimler-Stadion. Heute, hat er gesagt, ist sein Herz hessisch. Nicht etwa Eintrachtler ist er heute, sondern heute ist er Hesse. Und deshalb drückt er dem OFC die Daumen. Auch Andi Möller haben wir schon gesehen im Stadion. Möglicherweise aus Verbundenheit zu Klaus Gerster den Weg ins Gottlieb-Daimler-Stadion nach Stuttgart gefunden. War zu weit vorgelegt und deshalb Abstoß. Das Objekt der fußballerischen Begierde, ganz groß. Da hat er einen Tritt in die Wade bekommen, der Stefan Simon. Und da ist er, Andi Möller. Das ist die Nationalmannschaftssonnenbrille, ähnlich wie die von Matthias Hagner, jetzt in der Frontansicht. Und vor ihm Horst Jung, der Sponsor der Offenbacher Kickers, der selbstverständlich seiner Leidenschaft alle Daumen drückt. Kommen die stimmgewaltigen Fans mit langgezogenen OFC rufen und hoffen, dass ich den Fotografen nachher ein Jubelbild des OFC präsentiert. Aber dazu bedarf es eines Tores. Und wir haben in der zweiten Hälfte schon 12 Minuten gespielt, also es wird langsam Zeit. Es täte dem Spiel auch gut, wenn hier mal ein Tor fallen würde. Scholl. Schön gemacht. Und Schiedsrichter Krug gibt Eckstoß. Also ganz große Chancen haben die Kickers nicht in diesem Spiel. Sie sind sehr gut organisiert in der Deckung, die Herren des FC Memmingen.
die jetzt auswechseln. Neu ins Spiel kommt Christian Braun. Und aus der Begegnung geht Edgar Dragranovic, so wie ich das sehe. Zumindest sollte er erst gehen. Aber da humpelt einer. Und der muss dann wohl zuerst nach draußen. Schauen wir mal, wer es ist. Markus Kramer, der Torschütze zum 3:2 für den FC Memmingen. Am vergangenen Freitag muss verletzungsbedingt aus dem Spiel. Und für ihn Christian Braun in die Mannschaft. Und das ist er. Heute der FC Memmingen nicht so stark wie am Freitag. Und das liegt auch an einer Person, nämlich Alexander Medfessel. Der war überragend in Mannheim. Und heute hält er sich betont vornehm zurück. Patrick Dahmer. Eigentlich gute Außenpositionen, Besetzungen beim OFC mit Patrick Dahmer und Eddie Walz. Dragranovic. Hohoho, was eine Pirouette von Stefan Simon. Hat er toll gemacht, mit weiten und großen Schritten in die eigene Hälfte zurückgeeilt, um zu klären und dann noch derart kunstvoll. Eddie Walz, jetzt muss mal die Seite gewechselt werden. Läuft wenig über links in dieser zweiten Hälfte und jetzt kommt der Eddie Walz nicht mit. Er leistet auch ein riesiges Laufpensum auf der rechten Außenbahn. Und irgendwann, dann geht halt nichts mehr. Kurovic, der Spielertrainer mit diesem Fehlpass, der aber seine Abwehr glänzend organisiert. Da gibt es keinen Stellungsfehler in der Deckung des FC Memmingen und das immerhin nunmehr schon über 150 Minuten. Denn heute haben wir 60 gespielt, am vergangenen Freitag 90. Und mit Ausnahme der großen Drangperiode des OFC am vergangenen Freitag in der zweiten Hälfte bis zum 2:2 haben die Memminger in der Deckung alles im Griff. Rot. Eddie Walz. Da konnte er sich nicht recht entscheiden. Nehme ich das Ding direkt und schieße aufs Tor oder lege ich ab? Und immer dann, wenn man nicht weiß, was man tun soll, kommt sowas bei raus. Freistoß. Gehalten. Von Scholl, obwohl er sich schon sehr theatralisch fallen lässt, aber ich denke, Entscheidung von Schiedsrichter Krug richtig. Ganz gefährliche Distanz. Am Freistoß Purovic, der Mann mit der Nummer 5 und Alexander Medfessel. Abgelegt auf Medfessel. Vorbei. Eddie Walz nur noch über rechts beim OFC im Moment. Zu steil für Rot. Ja.
Kastner, Einwurf. Hartmann, eher der Mann für Standardsituationen beim OFC. Und ich denke mal, jetzt da eine gute Stunde gespielt ist, müsste mal ein Schub durch die Mannschaft gehen. Foulspiel da vorne, ganz klar. Gut gesehen vom Schiedsrichter. Weit ab vom Ball im Grunde genommen. Foulspiel gegen Dolzer. Und das ist eine gefährliche Distanz. Und jetzt sind sie da, die Fans. Michael Hartmann deutet noch, meint, die Mauer ist nicht weit genug weg. Stefan Simon liegt im Strafraum. Ich muss ehrlich sagen, von hier oben war nicht auszumachen, ob er da geschlagen wurde, aber... Ist klar. Jetzt muss er auch noch behandelt werden. Fernab von unseren Kameras offensichtlich diese Situation. Aber sowas bringt natürlich die Fans wieder in Stimmung und animiert dazu, wie eine Wand hinter dem OFC zu stehen. Schade, dass wir da nicht einfangen konnten, wie es dazu kam, zu diesem Kniefall von Stefan Simon. Aber es war abseits vom Ball, ganz weit weg. Und keiner im Stadion hat zu diesem Zeitpunkt nach Stefan Simon geschaut. Da kam Bükers, zieht nach. Hoffentlich ist da Stefan Simon nichts Entscheidendes passiert. Denn er würde dem OFC im Offensivspiel mächtig fehlen. Er hat ja auch maßgeblich zur Aufholjagd am vergangenen Freitag gegen den FC Memmingen durch seinen Treffer zum 2:2 beigetragen. Hat darüber hinaus auch gute Möglichkeiten gehabt. Und jetzt zeigt Jörkan Bükers an, es muss ausgewechselt werden. Es muss ausgewechselt werden. Tja, jetzt würden wir natürlich diese Situation ganz gerne aufklären. Was da passiert ist. Und ich kann Ihnen versichern, meine Kollegen sind schon bei der Arbeit und wollen es mal erfragen. Im Moment kochen die Emotionen hoch.
Und wichtig ist es jetzt für alle Beteiligten, sich da nicht provozieren zu lassen. Gerade Olli Roth wird gebraucht, jetzt ist der Stefan Simon schon weg, muss wohl gehen. Da sehen Sie es nochmal, das ist eine Ansetzung zwischen ihm, das ist Jürgen Kramer, und Oliver Roth. Und jetzt kommt einer, der wechselt die Seite. Der geht zu den Amateuren der Frankfurter Eintracht, Giuseppe Messinese. Aber er gilt als Torjäger, junger Mann, 19 Jahre alt. Und der würde sich natürlich sehr, sehr gerne verabschieden mit einem Aufstieg. Und jetzt merken Sie, jetzt wird es heiß hier im Gottlieb-Daimler-Stadion nach diesem Foulspiel. Jetzt muss Schiedsrichter Helmut Krug aufpassen, dass ihm das Spiel nicht aus den Händen gleitet. Dass er es im Griff hält. Er macht natürlich hier einen Riesenabgang, der Stefan Dolz. Aber keine Frage, das war Foulspiel. So, und ich sehe, dass mein Kollege Jürgen Emich direkt am Spielfeldrand Klaus Gerster, den Manager der Offenbacher Kickers, zum Kurzinterview hat. Ja, Klaus Gerster, Sie waren eben dabei, als er vom Platz gebracht wurde und wird jetzt hier mit der Trage runtergetragen. Das sieht alles ganz schlimm aus. Was ist denn passiert? Ja, ist zum Glück nicht ganz so schlimm, aber er hat einen Faustschlag bekommen hier in die Nackengegend und jetzt ist irgendwie an der Wirbelsäule, hat einen steifen Hals. Im Moment kann sich richtig bewegen und deswegen haben die Ärzte gesagt, vorsichtshalber raus. Also doch nicht ganz so schlimm, wie es ausgesehen hat. Im Moment scheint es nicht ganz so schlimm. Okay, danke schön. Viel Grüße an seine Frau zu Hause, dass er Angst bekommt. Das ist ja auch ganz wichtig, dass, muss man sich mal vorstellen, da denkt man eigentlich selten dran, dass natürlich die Angehörigen, zum Beispiel die Frau auch jetzt in dem Fall, wie Klaus Gerster bemerkt hat, zu Hause vielleicht sitzt und fernsieht. Und da ist es ganz beruhigend, wenn der Manager sagt, so schlimm war es nicht. Aber Fakt ist, der Stefan Simon kann nicht mehr weiterspielen, der UFC muss da auswechseln. Und das ist selbstverständlich nicht sehr glücklich für die Offenbacher Kickers. Wie gesagt, leider abseits des im Bild festgehaltenen Geschehens, abseits vom Ball. Und deshalb konnten wir und können wir die Version von Klaus Gerster durch Bilder leider nicht untermauern. Es sind jetzt noch 20 Minuten zu spielen und ich spüre es eigentlich schon ein wenig in der Nase. Es riecht nach Verlängerung. Ganz komischer Duft. Und jetzt passiert's! Messinese Tor! Der Ball war über der Linie. ...1:0 für Kickers Offenbach. Giuseppe Messinese seit 3 Minuten im Spiel. Für Stefan Simon. Und jetzt kann man ja beinahe sagen, Dankeschön dafür, dass der Stefan Simon da etwas abbekommen hat. Denn Messinese macht hier, unterstützt von Torwart und Verteidiger, in Minute 72 das 1:0 für die Offenbacher Kickers. Giuseppe Messinese, am Biberer Berg groß geworden, in der Hessenauswahl aktiv. Sein Onkel seit zig Jahren schon zu Bundesliga-Zeiten, Josef Platzwart am Biberer Berg. Und da gehört natürlich der Giuseppe auch fast zum Inventar. Und hier sehen wir es nochmal, toll vorbereitet von Oliver Roth. Und dann schießt er und die beiden spielen Billard. Kramer und Deuter steht jetzt und der Ball war über der Linie. Ganz klare Sache, 1:0 für Kickers Offenbach und das Ganze 18 Minuten vor dem Ende. Und ob jetzt der FC Memmingen, wie am vergangenen Freitag, die Moral hat, die Courage hat und auch die Spielstärke besitzt, da dagegen zu halten, ich wage es zu bezweifeln. Der UFC macht mir heute auch einen in sich gefestigteren Eindruck, einen konzentrierteren Eindruck.
Und ich persönlich denke eher, dass der OFC sogar in der Lage ist, noch einen draufzusetzen. Dolzer. Da hat mich doch mein Geruchssinn in der Nase mächtig getäuscht. Kastner. So schnell wie er kam, ist er verflogen. Der strenge Duft der Verlängerung. Eins zu null im Gottlieb-Daimler-Stadion steht's an der Anzeigetafel für die Offenbacher Kickers. Die Tür zur Fußballregionalliga Süd ist mindestens einen Spalt breit offen für die Offenbacher Kickers. Und schlussendlich, wenn denn die Qualifikation und der Aufstieg gelingen sollte in die Regionalliga Süd, dann wäre es ja eigentlich fast gut gewesen, dass der OFC nur Zweiter geworden ist, denn das hat natürlich noch ein bisschen Geld in die Kasse gebracht. Zwei Spiele, die vom Fernsehen übertragen wurden. Drei Spiele insgesamt. Naja, und da sitzt natürlich der Schatzmeister, der Herr Zang, an der Registrierkasse in der Geschäftsstelle und der macht's klingelingeling. Und jetzt gilt es auf Seiten der Offenbacher Kickers die Minuten zu zählen. 15 Minuten. Und das Gute daran, das Flutlicht fällt garantiert nicht aus. Denn es ist noch glockenhell im Gottlieb-Daimler-Stadion. Da kann also überhaupt nichts passieren. Auswechslung jetzt beim FC Memmingen. Klar, da müssen jetzt Angreifer rein. Esat Karic kommt. Und aus dem Spiel geht Edgar Draganovic, der ja neu in die Mannschaft gekommen war für den sich im Urlaub befindlichen Sauer. Kastner. Medfessel bleibt heute völlig blass. Teilweise geniale Spielzüge am vergangenen Freitag von ihm ausgehend und heute viel zu wenig, um in die Regionalliga Süd aufzusteigen. Gefährlich! Da sehen Sie, wie schnell es passiert sein kann. Die Kickers müssen konzentriert bleiben. Noch eine Auswechslung jetzt beim FC Memmingen. 12 Minuten vor dem Ende. Alexander Pitschak kommt. Und klar, jetzt müssen sie gehen. Die Defensivspezialisten Jürgen Kramer geht. Ich kann mir vorstellen, beim FC Memmingen wird man in Jahren noch, sollte
der Aufstieg heute scheitern, vom vergangenen Freitag, dem 6. Juni erzählen. Denn an diesem Tag war man ja fast schon mit anderthalb Beinen in der Fußballregionalliga Süd. Das war der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Und dann kam der Stromausfall. Aber wohlgemerkt, der FC Memmingen hat angekündigt, weiteren Protest einlegen zu wollen. Aber ich frage mich ganz ehrlich, warum und wieso? Die Satzungen sehen das vor! Und Metfessel! Per Kopf und dann allerdings Abseitsposition seines Mannschaftskameraden, den wir eben im Bild sehen. Metfessel und Abseits, klare Sache. Richtig entschieden von Helmut Krug. Christian Braun im Abseits, Sie haben es ganz deutlich gesehen eben in der Wiederholung. Um nochmal auf die satzungsrechtliche Situation zurückzukommen, also ich frage mich schon, weswegen der FC Memmingen da abermals Protest einlegen will. Das Spiel ist nun einmal abgebrochen worden wegen eines technischen Defekts, der von keiner der beiden Mannschaften zu verantworten gewesen ist. Naja, und was passiert dann? Dann muss eben das Spiel wiederholt werden, zumal es 2:3 nur stand aus Sicht der Offenbacher Kickers und jeder weiß, dass in einer Schlussphase noch viel passieren kann. Und da stellt sich überhaupt nicht die Frage, ob noch etwas passiert wäre. Das alles ist hypothetisch. Fakt ist, es stand 3:2 für den FC Memmingen. Das Spiel konnte nicht fortgesetzt werden. Der OFC hätte die Chance gehabt, noch einen Treffer zu erzielen. Und deshalb musste dieses Spiel wiederholt werden. Das ist heute geschehen. Und bei allem Verständnis für die sportliche Enttäuschung des FC Memmingen, so ist nun mal das Leben. Burovic. Jetzt drückt der FC Memmingen noch einmal mächtig. Es sind nur noch knapp 10 Minuten zu spielen. Aber wir erinnern uns, der FC Pforzheim lag bis zur 91. Minute im ersten Spiel mit 1:2 zurück, hat dann noch den Ausgleich erzielt. Der FC Memmingen war im Grunde genommen auch schon in der Regionalliga, dann fiel das Flutlicht aus. Also, wir wollen uns nicht zu früh darauf verlassen, dass dieses Ding hier unten auf dem wunderschönen grünen Rasen des Gottlieb-Daimler-Stadions bereits gelaufen ist. Schöner Pass von Burovic! Und Kellerfeld, doch der Schiedsrichter nicht darauf herein. Er gibt keinen Strafstoß. Und er regt sich ja auch gar nicht allzu sehr auf. Aber hier sehen wir es noch einmal. Ja, ja, völlig klare Schwalbe. Da gab es nichts, aber auch gar nichts von Gramminger. Das ist ein alter Fuchs, der Bernd Gramminger, und der wird garantiert in dieser Situation, wenn es nicht unbedingt sein muss, nicht faul spielen. Hier gibt es noch einmal Gelb. Das mit der Kappe war auch kein Glücksgriff vom Torhüter, die hat er inzwischen wieder weggelegt. Und Eckstoß, Michael Hartmann. Ist klar, diese Aktionen, die dauern natürlich jetzt, da lässt sich der OFC berechtigterweise Zeit. Das machen alle Fußballmannschaften der Welt so, wenn sie denn führen.
Und ich denke auch, der OFC sollte hinten gut stehen, sollte nicht zu sehr aufmachen in diesen letzten Minuten. Keller. Den darf man keine Minute aus den Augen lassen. Und Kai-Uwe Giersch. Noch 6,5 Minuten regulär zu spielen. 1:0 für Kickers Offenbach. Torschütze Messinese, 72. Minute. Und jetzt ein Konter. Giuseppe Messinese, der Torschütze. Hier haben wir ihn am Ball. Der ist natürlich jetzt aufgeputscht. Und jetzt noch ein Wechsel bei den Offenbacher Kickers. Aus dem Spiel geht Eddie Walz. Und ins Spiel kommt Stefan Schummer. Kriegt von Wilfried Kohls noch die letzten Anweisungen. Kickers Urgestein ist er, der Stefan Schummer. Musste heute Platz machen. Hinten drin für Kai-Uwe Giersch, und ich denke, Kai-Uwe Giersch hat auch ganz hervorragend gespielt. Noch 5 Minuten, ich sage Ihnen den Spielstand jetzt immer mal wieder, beziehungsweise die verbleibende Spielzeit. Und noch eine gelbe Karte für Oliver Roth. Vertretbare Entscheidung. Borovic. Noch einmal Borovic. Und René Keffel kaum beschäftigt heute Abend zwischen den Pfosten der Offenbacher Kickers. Und ich denke mal, 4 Minuten vor dem Ende, es war kein hochklassiges Spiel. Es war immer spannend, das haben diese Entscheidungsspiele an sich, die auf das Messers Schneide stehen. Der OFC war bedeutend weniger nervös als im Spiel vom vergangenen Freitag. Und der FC Memmingen hat ganz einfach heute keinen derart entfesselt aufspielenden Alexander Medfessel gehabt. Und daran lässt sich es eigentlich festmachen, dass der FC Memmingen am vergangenen Freitag deutlich stärker gewesen ist, obgleich die äußeren Bedingungen heute eher für den FC Memmingen gesprochen haben, weil in diesem kleinen Stadion in Mannheim konnten natürlich die Fans als 12. Mann ihrer Mannschaft ganz anders mitspielen als hier im weitläufigen Oval des Gottlieb-Daimler-Stadions. Hartmann, Messinese. Immer noch Messinese! Und da läuft keiner mehr entscheidend mit, und ich denke, das ist auch richtig. Der OFC muss sich jetzt auf die Defensivarbeit konzentrieren. Für meine Begriffe rückt die Mannschaft sogar zu weit auf! Keller und Keffel! Und das könnte es gewesen sein für den OFC. Und er wird, wenn es denn klappt mit dem Aufstieg, froh sein, dass der Keller da aufs Tor kam, weil da konnte er auch nochmal zeigen, dass er da ist heute noch. Aber ich denke, der OFC müsste hinten dichter stehen in diesen letzten Minuten. Das ist mir zu offen. Mit Verlaub, der OFC ist nicht stark genug, um jetzt auf einen zweiten Treffer hier noch zu spielen. Zumindest sollten 4-5 Spieler in der eigenen Hälfte auf Deckung konzentriert stehen bleiben. Und hier haben wir es nochmal. Welche Chance für Keller und Keffel. Hervorragend. In diesen Relegationsspielen hat er gezeigt, was die Kickers an ihm haben. Messinese. Noch 2 Minuten 20 Sekunden.
regulär. Ich denke aber mal, dass der Schiedsrichter bestimmt 2 Minuten oben aufsetzt wegen der längeren Unterbrechung mit Stefan Simon mit Fessel. Und ich habe gesagt, er ist heute nicht gut drauf. Und jetzt haben Sie selbst gesehen, dieses Ding, sage ich Ihnen, das hätte der am Freitag eingelocht. Da hätte der René Käffel nur noch Grüß Gott sagen können. Und heute hat er ganz einfach falsch gewachst. Auf den Mann, völlig frei gewesen, Medfessel. Und das klappt also bei ihm heute nicht. Man spürt das bei einem solchen Spieler, bei einem solchen Techniker, der ist nicht gut drauf. Und dann klappt es eben auch in solchen Situationen nicht, wie gewünscht. Noch einmal Messinese. Rot. So, und die letzte Spielminute läuft im Gottlieb-Daimler-Stadion. Also ich will ja hier kein Berufsoptimist sein, aber wir können schon langsam mal den Aufstiegssekt aus dem Kühlschrank holen. Aber noch nicht aufmachen, die Flasche. Die lassen wir noch ein bisschen zu. Weil 2 Minuten werden bestimmt nachgespielt. Die Fans stehen jetzt im Stuttgarter Gottlieb-Daimler-Stadion. Endlich, nach vielen Jahren, geht es mal wieder bergauf. Möglicherweise für die Offenbacher Kickers. Wir wollen es nicht zu früh beschreien. Es ging jahrelang nur bergab. Man hat mal noch 2 Jahre in der Regionalliga gespielt. 1 Jahr hat man da gespielt, genauer gesagt. Und Käffel. Und jetzt will man wieder in die Vorstufe zum Profifußball zurück. René Käffel hat viel beigetragen zum möglichen Gelingen des Aufstiegs. Schiedsrichter Krug hat angezeigt, noch 1 Minute und Messinese! Und da! So, und jetzt machen Sie zu Hause die Flasche auf. Jetzt ist es soweit. Gläser bereitstellen und Messinese. In der 90. Minute. Riesen Jubelszenen unter den Fans. Die gesamte Bank liegt sich in den Armen und der Ball liegt im Tor. Giuseppe Messinese. Goran Skeletic, was hat der getroffen für die Offenbacher Kickers? Klaus Gerster steigt auf mit dem UFC, das können wir jetzt sagen. Und da sehen wir noch einmal, wie Käffel den Ball abfängt, aber wir müssen aufs Spiel zurück, denn der FC Memmingen war drauf und dran, hier noch einen Treffer zu erzielen. Also, herzlich willkommen Kickers Offenbach in der Fußball-Regionalliga Süd, und wenn sich morgen der Vorstand trifft, dann kann man ganz anders planen als noch vor der letzten Saison für die Oberliga, denn der Etat kann in dieser dritthöchsten Spielklasse ein anderer sein. Da kommen Mannschaften wie der FC Hessen-Kassel, da kommt der SV Darmstadt 98, da gibt es Nachbarschaftsduelle. Da kommt möglicherweise der SV Waldhof Mannheim, da kommt der VfR Mannheim und wie sie alle heißen, das sind Traditionsmannschaften und jetzt ist es perfekt. Helmut Krug hat abgepfiffen und Kickers Offenbach ist in Deutschlands dritter Fußballklasse in der Regionalliga Süd. Und schauen Sie sich diese Szenen an. Der Giuseppe Messinese wurde nie so geliebt in Offenbach wie heute Abend. Alle könnten ihn erdrücken, den Giuseppe. Und die Fans werden feiern. Es wird eine lange Offenbacher Nacht werden. Man hat zwar nicht den UEFA-Pokal gewonnen, aber so ein bisschen was von Klein Schalke haben wir auch beim OFC.
Und ganz ehrlich, ich freue mich für die Kickers. Da wollen wir aus unserem Herzen keine Mördergrube machen. Der OFC hat zwar ein bisschen Glück gehabt, das wissen auch die OFC-Fans, die dort stehen, denn wer konnte schon in der 90. Minute mit dem Stromausfall in Mannheim rechnen? Aber heute war er die stärkere Mannschaft. Sie schauen traurig rein und sie sind glücklich. Die OFC-Fans, die auch heute ihre Mannschaft unterstützt haben. Und er hat 1997 als Trainer kein Spiel mit dem OFC verloren. Wilfried Kohls, Vizepräsident und einer der Macher des Aufstiegs. Ronny Borchers hat die Mannschaft ja zunächst trainiert gehabt, wurde dann abgelöst durch das Gespann Wilfried Kohls und Jörg Hambükers. Und auch die Verlierer bedanken sich bei ihren gereisten Fans. Tut mir ein bisschen leid, die Memminger. Auch in der Stunde des Erfolges, des Sieges, Stefan Scholl ist das, schaut glücklich, der Innengastronom aus Frankfurt. Und da sehen Sie, dass man auch in einem solchen großen Stadion, das 53.000 Zuschauer fast richtige Stimmung machen kann. Die OFC-Fans haben es bewiesen. Endstand zwischen Kickers Offenbach und FC Memmingen im Wiederholungsspiel zum Aufstieg in die Fußballregionalliga Süd. 2:0 für Kickers Offenbach. Und jetzt zeigen sie, dass sie eine Mannschaft sind. Vergessen der Ärger um Michael Klein, der die Mannschaft, aus welchen Gründen auch immer, darüber wollen wir jetzt nicht richten, im Stich gelassen hat. Dafür gab es böse Worte. Auch von Oliver Roth, dem Mannschaftskapitän. Vergessen auch die Zeit, als man nicht einmal mehr an den zweiten Tabellenplatz glaubte. Oder die Minuten im Mannheimer Stadion, im Rhein-Neckar-Stadion, als keiner mehr damit rechnete, dass der OFC im nächsten Jahr in der Regionalliga spielen würde. Nach der ersten Halbzeit, die schwach war, Memmingen führte mit 2:0. Und auch nach dem prompten Treffer für den FC Memmingen, nachdem ja zuvor die Kickers in einer tollen Aufholjagd das 2:2 gemacht hatten. Mit freiem Oberkörper ist er da, Giuseppe Messinese, und ich kann mir vorstellen, dass unter den Fans sein Trikot begehrtes Sammlerstück ist. Denn sie sind ja so ein bisschen verrückt, die Fans der Offenbacher. Und das zumindest bei den echten Fans durchaus im positiven Sinn. Wir freuen uns also, dass wir dabei sein durften, auch als Hessenfernsehen. Und den Weg der Offenbacher Kickers in die Fußballregionalliga mit ihm als Macher, Wilfried Kohls und auch Jörg Hambükers, Klaus Gerster, sie alle wollen wir nicht vergessen, begleiten durften. Wir werden jetzt auch noch ein bisschen hierbleiben im Gottlieb-Daimler-Stadion. Jürgen Emich wird noch den ein oder anderen Gesprächspartner begrüßen und Sie dürfen zu Hause teilhaben an der Aufstiegsfeier. Machen Sie zu Hause ein kleines Fest oder auch eine große Sause. Ich sage es Ihnen, wir machen es auch. Offenbach schlägt Memmingen mit 2:0. Und ich sehe, dass Jürgen Emich inzwischen Wilfried Kohls am Mikrofon hat. Und deshalb gebe ich gleich runter zu meinem Kollegen Jürgen Emich. Diese Sendung wurde unterstützt von Lotto in Hessen. Also, ich kann nur sagen, das sind Bilder, meine Damen und Herren, und Stimmungen, die unter die Haut gehen. Der OFC ist seinem Ziel ein Stück näher gerückt, bis ins Jahr 2001 wieder in der ersten Liga in Deutschland zu spielen. Und wer das hier erlebt hat heute Abend, der glaubt an die Kraft und an die Macht und an die Power, die in diesem Traditionsverein drin hängt und drin steht. Wilfried Kohls ist herübergerannt von der Kurve. Was da hinten abgeht, ist einfach unglaublich in einem Stadion, das 53.000 Zuschauer fasst, in dem er gerade 5.000 Zuschauer sind, in dem eine Stimmung ist, als ob es ausverkauft wäre. Unglaublich. Ja, ich denke, das ist das, was uns stark gemacht hat, die Unterstützung der Fans, das, was wir hier erleben. Dafür lohnt es zu arbeiten. Und ich kann nur sagen, wir sind alle überglücklich. Und ich denke, das ist so, muss ich Offenbach darstellen. Und dann sind alle anderen Dinge, auch wenn sie mal ein bisschen negativ kamen, vergessen. Okay, wir schauen noch mal rein ins Spiel. Wir haben mal die 28. Minute zurechtgelegt. Das war eine Riesenchance für den OFC. Und da hatten wir eigentlich schon gedacht, das war's. Ja, da hat der Stefan Dolder ein bisschen vertrogen. Er wollte noch mal nach innen spielen.
Und wenn er da mehr zum Tor kommt, denke ich mal, dann hätten wir schon frühzeitig etwas erreicht. Aber wir haben natürlich versucht, heute von Anfang an ein bisschen was zu tun. Ja, aber dann diese Situation in der 53. Minute. Muss natürlich sehen, dass Memmingen heute ganz diszipliniert auf Konter gespielt hat und die Chancen, die sich geboten haben, versucht haben zu nutzen. So, und dann werden wir uns die Tore gleich nochmal zelebrierend anschauen, während Waldemar Klein da vorne mit Giuseppe Messinese, dem Matchwinner, gesprochen hat. Ja, herzlichen Glückwunsch, Giuseppe. Der Trainer umarmt ihn. Das sind Bilder, ich glaube, die werden wir alle nicht mehr vergessen, was hier heute abgeht im Gottlieb-Daimler-Stadion. Giuseppe eingewechselt. Nach 3 Minuten war es soweit. Wir schauen uns das mal an, während der Olli uns ein bisschen bespritzt hier. Das halten wir alles aus in diesem Trubel, in diesem Jubel. Das 1:0. Giuseppe, vielleicht sagen Sie was dazu. Gut, der Olli nimmt den Ball schön mit, flanken rein. Wir stehen genau auf dem Fuß, nehmen aus der Luft, geht glücklich rein. 1:0. Und wie hat der Trainer das gesehen? Ja, ich denke mal, das ist das, was den Schuhi auszeichnet. Wenn wir im 16-Meter-Raum sehen, auch aus Dingen, die keine hundertprozentige Chance darstellen, Tore zu machen. Und deswegen werden wir alles dran setzen, ihn zu behalten. Ja, da fragt man sich natürlich verzweifelt, weshalb haben wir ihn nicht früher gebracht. Aber so ist nun mal Fußball. Und der Joker, der sticht. Hier sehen wir Giuseppe nochmal die Slow-Mo und ganz klar, dass der Ball drin war. Ja klar, der Ball war hinter der Linie. Jetzt sieht man, da wird er erst weggeschlagen. Also. Okay, das war die halbe Miete. Und dann das hier. Ja, ich laufe alleine auf den Torwart zu, kommt früher dran, schnippeln drüber und geht glücklicherweise noch rein. Hatten wir alle ein bisschen Angst. Wilfried Kohls, während Klaus Gerster hier tanzt, dass er so knapp vorbeigeht. Aber das war's dann. Ja, ich denke, damit war dann alles klar gewesen. Wir haben bei Stande von 1:0 noch ein bisschen Konzentration gebraucht. Aber ich denke, wir waren heute physisch einfach stärker gewesen. Und das hat zum Schluss den Ausschlag gegeben. Giuseppe, 2 Tore in diesem Spiel, die einzigen Tore. Realisierst du überhaupt, was du heute geleistet hast? Jetzt schon? Nee, jetzt noch nicht. Ich muss jetzt erstmal drüber nachschlafen und ich glaube, erst morgen werde ich darüber, wird mir wirklich klar, was heute passiert ist. Du bist zwar mit einem italienischen, klangvollen italienischen Namen ausgestattet, aber ein richtiger Offenbacher. Dein Vater schon mit großer Beziehung zum Club? Ja klar, ich meine, ich bin hier geboren, bin schon 19 Jahre hier, bin Offenbacher mit Herz und Seele. Also Wilfried Kohls, wir werden ihn, ich glaube, das ist klar, auch im nächsten Jahr in der Regionalliga sehen. Davon gehe ich im Moment aus, ja. Okay, dann geh wieder zu den Fans, die können es kaum erwarten, bis der zweifache Torschütze hier nochmal auftaucht. Ja, Olli Roth, tschüss und noch einen schönen Abend. Olli Roth, das war bei aller Freude ein harter Fight. Ja, sicher, ich meine, das war klar. Die Bayerische Liga ist gemeinhin eine sehr, sehr starke Liga. Und wenn man da Zweiter wird, dann hat man schon eine gute Mannschaft. Und man hat in beiden Spielen gesehen, dass die Mannschaften sich fast ebenbürtig waren. Sag mal, wir kämpferisch ein bisschen besser und die Memminger spielerisch ein bisschen besser. Aber heute hat der Kampf halt gewonnen. Ja, Sie haben ziemlich Probleme mit Ihrem Gegenspieler, das war hart. Naja, was heißt Probleme? Im ersten Spiel habe ich kaum Land gesehen und heute habe ich letztendlich das 1:0 vorbereitet. Ja. Und das ist für mich eine Steigerung und ich hatte eine ganz gute Saison und wenn wir 2:0 gewinnen und ich ein nicht so gutes Spiel gemacht habe, habe ich kein Problem damit. Nun sind Sie ein Erfahrener, einer, der auch den entsprechenden Background hat und da möchte ich auch ganz gerne noch den Manager dazu holen, zu diesem Gespräch, wenn es darum geht, wie es weitergeht in Offenbach. Ihr werdet mit dieser Mannschaft natürlich schon Probleme kriegen in der Regionalliga, bei aller Möglichkeit, das Team zu begeistern. Da muss noch ein bisschen verstärkt werden. Also soweit ich weiß, gibt es schon einige Verstärkungen. Da musste man aber abwarten, ob man den Aufstieg schafft. Ich denke, dass wir im nächsten Jahr mit Sicherheit eine Mannschaft haben werden, wo wir eine gute Rolle in der Regionalliga spielen werden. Und alles Weitere wird sich dann finden. Ein bisschen Glück braucht man auch, hat man heute gesehen. Sind Sie schon informiert über die Feierlichkeiten? Wir haben nichts geplant, weil wir wollten uns aufs Spiel konzentrieren. Wir wollten das Ding gewinnen, wir haben uns darauf konzentriert, jetzt haben wir es gewonnen. Und jetzt werden wir irgendwann schon was abziehen. Mit den Leuten da hinten, glaube ich, geht ein bisschen was. Ich finde das ganz toll. Die Leute da hinten, wie Sie das formulieren, das sind die Offenbacher Kickers, die Seele der Offenbacher Kickers. Die Fans, die hier hingereist sind, die ihrer Mannschaft immer den Rücken gestärkt haben in einer schon verkorkst geglaubten Saison. Und dann hat sich das Blatt noch einmal so großartig gewendet. Also, Sie dürfen. Für alle die Jungs, die jetzt kurz zugucken am Fernsehschirm, wir sehen in 2-3 Stunden in Offenbach und da wollen wir euch alle sehen. Weil da feiern wir mit euch eine richtige Party, Jungs. Kommt bitte alle. Wo denn? Am Biberer Berg? Am Biberer Berg, das ist ganz klar. Die Jungs wissen schon, wo wir sind. Okay. Der Olli Roth ist vollkommen außer Rand und Band. Hat auch Klaus Gerster nochmal nass gespritzt. Ja, Klaus Gerster, das ist ein Riesenerfolg. Ich habe gerade mit Olli Roth eben ein wenig darüber
philosophiert, wie es weitergeht jetzt mit den Offenbachern. Bei aller Freude heute Abend, ihr müsst sofort die Verträge perfekt machen, die Mannschaft verstärken für die Regionalliga. Ja gut, also wir haben ja eine sehr, sehr gute Mannschaft. Alle wichtigen Spieler bleiben bei uns. Der Goran Skelicic hat mit dem Aufstieg bei uns einen Zweijahresvertrag. Wir haben noch zwei weitere Spieler, die wir schon in der vergangenen Woche im Falle des Aufstieges verpflichten haben. Das ist einmal der Lars Meyer von Mainz 05 und der Günther Meyer von Aschaffenburg, sodass unsere Basis erstmal sehr gut ist. Aber ich freue mich überhaupt erstmal heute über den Aufstieg. Ich glaube oder ich wünsche mir, dass es ein kleiner Schritt in eine große Zukunft ist. Unsere zweite Mannschaft ist aufgestiegen in die Landesliga. Unsere A-Jugend steht eventuell vom Aufstieg in die Regionalliga. Und wir jetzt hier, ich glaube, dass es ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr für Kickers Offenbach war. Wir haben das Ziel ja heute Abend schon mehrfach genannt, 2001. Ich habe es einfach mal in den Ring geworfen, da muss Offenbach wieder in der ersten Liga spielen. Ja gut, ich möchte jetzt so weit nicht denken. Wir müssen erstmal 1997, 98 Regionalliga spielen. Das heißt müssen, wir wollen, wir sind sehr froh darüber. Da in der Klasse muss man sich erstmal stabilisieren und dann sehen wir weiter. Aber 1860 München hat es vorgemacht, wie es gehen kann. Die sind ja damals direkt aus der Oberliga in die zweite Liga und dann in die erste Liga rein. Das sind schon Modelle, an denen man sich orientieren kann. Auch ihr habt Aufstiegserfahrung. Also unmöglich ist ja in Offenbach nichts. Gut, wir haben aber eine relativ junge Mannschaft und wir wollen uns stabilisieren. Das heißt, jetzt zu schnell, zu früh die Erwartungen so hochzuschrauben war verkehrt. Ganz klar ist es, wir wollen auch in dieser Klasse eine gute Rolle spielen. Aber es gibt auch die Beispiele, die nach dem Aufstieg sehr schnell den Boden wieder unter den Füßen verloren haben. Und das wollen wir nicht. Okay, Klaus Gerster, auch Sie wollen feiern. Ich habe die ganze Zeit hier schon mal rumgeschaut, um dem Verlierer auch noch die Referenz zu erweisen. Ja, da gehören Sie auch hin, da hinten in die Kurve. Der Spielertrainer, vielleicht kann ihn mal jemand holen. Perovic, der Mann, der Kapitän ist. Ja, hol ihn mal bitte. Der Spielertrainer, der auch mit uns verabredet ist. Ich denke, auch in der Stunde des Offenbacher Triumphs wollen wir den Gegner nicht vergessen, der hier verloren hat. Ich hoffe, dass er gleich rüberkommt. Wenn nicht, müssen wir die Sendung beenden. Aber da kommt er. Das ist, glaube ich, Anstand und Fairness, dass wir auch Gursel Perovic ein Wort sagen lassen. Ihr Fazit nach diesem Spiel. Ich glaube, jetzt ist Welt in Ordnung für alle. Vor allem für Mannheimer, für Offenbacher, für DFB, für Schiedsrichter, für alle. Ich glaube, keiner wollte, dass ein Club aus Provinz aufsteigt. Ich glaube, Reiter ist, oder? Ab 19-Jährige, schauen Sie das Bild. Okay. 7 19-Jährige, was erkläre ich denn als Trainer in Zukunft? Das ist Sport. Das ich kann Sie verstehen und finde trotzdem Ihre Haltung bewundernswert, die Sie hier bewahren in der Stunde dieser Niederlage, nachdem Sie in Mannheim bereits gewonnen hatten. Herr Perovic, halten Sie den Kopf hoch und alles Gute für Sie und den FC Memmingen. Ja, meine Damen und Herren, das war unsere Live-Übertragung aus dem Gottlieb-Daimler-Stadion mit der Riesenfreunde, dem Aufstieg der Offenbacher Kickers in die Regionalliga. Wir sehen uns dort alle wieder. Hessen-Kassel wartet da, Darmstadt 98, eine ganze Reihe interessanter Spiele. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, diese Partie hier aus Stuttgart. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend im Hessen-Fernsehen.